Ey, wir müssen heute aufstehen. Ich habe vergessen, dir was zu sagen eigentlich. Was denn? Schau mal, ich habe heute vor, eine Party zu machen, damit ich endlich ein bisschen Mieteinnahmen habe und damit ich halt meine Miete zahlen kann mit den Jungs hier in der WG. Wir haben ja nicht so viel Geld. Und ja, ich habe heute eine Party heute Abend. Willst du dann auch hierher kommen? Das wird auf jeden Fall sehr wild. Ja klar, ich nehme meine Schwester auf jeden Fall mit. Boah, ja, Mann, das kannst du sehr gerne machen. Ich werde jetzt mal ein paar Leute holen, die dann auf die Party kommen. Ey, Jungs, plant ihr schon die ganzen Sachen oder wie wollen wir das jetzt machen? Ja. Ja, also guck mal, ich tue gucken wegen Essen Ja, und du kannst ich mal hol fragen gehen wegen den Getränke. ganzen Leuten, ja. Ja, genau, ich hol Trinken und du kannst Essen holen und ich hole auch die ganzen Leute. Ja gut, dann Ja. heute um 19 Uhr fängt es hier an, geht dann halt bis 0 Uhr. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Na gut, ich bin jetzt halt gespannt, wie wir das jetzt machen. Möchtest du vielleicht deine Schwester und den Monat mitnehmen? Die wohnen da ja auch, ne? Ja. Ey, aber da gibt es eine Kleinigkeit und zwar, Eintritt kostet 10 Euro, ne? Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Ja, okay. Also, weißt du, ich würde ja auch gar kein Geld von dir verlangen, aber das ist halt echt für jeden dann so. Und deswegen tut es mir auch echt leid. Ja, dann sehen wir uns später, oder? Bis dann auf der Ja. Party kommst. Ah, servus, Leute. Ich hätte mal kurz eine Frage. Also, wer von euch hätte Lust auf eine richtig geile, knackige Studentenparty? Ich. Ich? Wirklich? Ja. Ja. Dann würde ich euch raten, schnellstmöglich hier herzukommen. Und zwar heute um 19 Uhr könnt ihr euch in einer Reihe aufstellen. Und jeder, der 10 Euro zahlt, darf auf die Party kommen. Wir organisieren Trinken, wir organisieren Essen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil, ja? Da ist auch was Okay. mitnehmen. Ihr könnt auch was mitnehmen, das ist auch kein Problem. Das wäre sogar toll, wenn ihr was zu trinken mitnehmt. Dann hätten wir ja nicht so viele Ausgaben. Okay. Mag jemand von euch, eine Person vielleicht von euch, mir kurz helfen beim Einkaufen? Ich kann das. Ich. Wieso? Habt ihr nichts zu tun? Wollt ihr mir alle helfen oder Ich kann was? dir helfen. Ja. Ja, wir haben nichts zu tun. Okay, Also. dann nehme ich einfach mal den hier, weil er jetzt so lieb Okay. gefragt hat. Komm mal mit, mein Okay. Lieber. Wie heißt du eigentlich? Kesslandro. Landro, ey, schau mal, Digga. Ich weiß nicht, Bro, hast du vielleicht ein bisschen Geld, dass wir so ein bisschen Getränke kaufen können? Weil ich habe Ja, echt nicht so viel Geld 300. dabei. 300 Euro? Ja. Hä, bist du reich oder was? Ja, kann man so sagen. Von wo hast du das Geld? Arbeitet. Ey, du hast Arbeitet. bestimmt geklaut, Mann. Junge, du erzählst mir jetzt bestimmt gerade Lügen, oder? Nee. Schau mal, ich bin Eddie Brock und der Letzte, der mich angelogen hat, der ist ganz schlimm geendet, ne? Dass du Bescheid weißt. Ja. Ja, egal, komm, lass uns mal ein bisschen Wodka kaufen, ein bisschen Zigaretten und so, sowas, weißt du? Weil das wird ja eine Studentenparty, da braucht man halt so coole Sachen. Und dann, ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, Bro, Bro, Bro. Mal zu. Ich glaube, der Typ, der Arbeiter hier, der ist im Keller. Gerade, wir können eigentlich jetzt alles schnell mitnehmen, was wir wollen. Ich nehme jetzt die zwei Flaschen. Ich nehme auch noch die. Dann sagen wir 4, 5, 6. Da komm, lass gehen, lass. Oh nein, der ist wieder da. Hallo. Hier, wir haben 7 Flaschen Wodka. Okay, das macht dann einmal 15 Euro. Hier, bitteschön. Dankeschön. Viel Ja. Spaß, ihr beiden noch. Ja, danke schön. Ebenfalls wünsche ich, ja? Mann, mein Teilzeitjob ist Digga, das hat mich scheiße. jetzt so genervt, ne, Bro? Ich Ja. dachte, wir können da. Danke fürs Bezahlen, Bro. Digga, 74 Euro Ja, ist schon echt kein. viel, Mann. Weil die Wodkaflaschen sind auch ziemlich teuer. Jetzt kurz eine Frage, Digga. Wir Ja. haben jetzt ungefähr 14, 15 Uhr. Ich würde jetzt bei mir zu Hause halt in der WG noch ein bisschen aufräumen, die Getränke aufstellen, mit den Jungs vielleicht einen Plan machen, wie wir das machen. Und dann könntet ihr eigentlich schon alle um 19 Uhr dann halt euch aufstellen und dann jeder, der 10 Euro zahlt, kann dann einfach reinkommen, ne? Ja. Ja, dann machen wir das so, dass wir uns später treffen. Vielen Dank für das Trinken. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. Boah, Leute, es ist auf jeden Fall richtig nice, wenn man mal so sieht. Oh, schau mal, da ist hier Shanti. Oh, voll süß. Hey, Shanti! Oh, hey. Wir haben jetzt hier, schau mal, wir haben jetzt hier in der Tasche habe ich gerade Wodka gekauft. Ich stelle das jetzt alles auf und so. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja schon ein bisschen vorbereiten und euch ein bisschen schminken und so halt Frauensachen und dann könnt ihr später vorbeikommen, wenn ihr Bock habt. Ja, natürlich. Ja, okay, alles klar, dann bis später, ja? Ja. Ciao. Boah, Leute, es wird jetzt auf jeden Fall richtig, richtig geil. Party, 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 Party. Und es ist einfach. Ey, Jungs, schaut mal, was ich hier hab. 7 Flaschen Wodka, Junge. 7 Oh, Flaschen. Digga. Und das habe ich nicht mal selber bezahlt. Das hat einer bezahlt, der heute kommt. Der meinte, ey, ich bezahle das für euch. Ich habe Geld und so. Da habe ich mir gedacht, Junge, warum nicht, Digga? Schau mal, wir machen jetzt hier 7 Wodkaflaschen aufstellen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das Trinken, das Essen kannst du hier auf den Tisch packen. Ansonsten können die Leute ja hier chillen. Die Leute können zum Beispiel hier, naja, hier können sie kacken und so, aber nicht chillen. Da können die halt hier auf dem Flur chillen. Oben können die chillen, unten können die chillen. Also, die können eigentlich überall chillen, wo sie wollen, so, ne? Ja. Ey, ich finde das auf jeden Fall sehr geil, das mit der Idee. Es ist jetzt schon, also die müssen jetzt eigentlich bald langsam kommen und sich alle in eine Reihe aufstellen. Ja, die kommen jetzt sogar. Na gut, dann geh mal rein. Nice. Ich warte einfach hier, sollen sich alle mal in eine Reihe aufstellen. Gescheit hintereinander. Und dann bin ich jetzt gespannt. Genau. Also, wir warten jetzt nochmal, bis alle sich gescheit in eine Reihe aufgestellt haben und bis alle da sind. Dann können wir dann mit der Party auch anfangen. Also wie gesagt, wenn die Reihe zu lang geht, dann könnt ihr euch auch hier, die Schlange kann dann auch hier weitergehen, dass ihr Bescheid wisst. Das ist auch kein Problem. So. So, also auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr, sehr erfreut, dass ihr alle da seid. Man muss auch schon sagen, es sind sehr viele Leute. Wirklich, ich bin erstaunt, wie viele Leute von euch sich hier entschieden haben, heute herzukommen. An alle, die vielleicht jetzt noch nicht wissen, das ist meine WG. Und wir sind jetzt ungefähr jetzt 3 Leute hier und wir dachten uns mal, ey, wir machen eine schöne Party. Tja, ich freue mich, dass ihr alle hierher gekommen seid. Eintritt ist 10 Euro, deswegen jeder von euch, der jetzt reinkommt, soll bitte hier in diesem Kasten da 10 Euro reinpacken. Einfach als Dankeschön, dass wir diese Party machen. Ansonsten könnt ihr euch Getränke holen, miteinander reden, miteinander chillen. Ihr könnt auch zum Beispiel, falls ihr unbedingt Lust habt, dann aufs Zimmer gehen und in den Keller ein bisschen schlafen. Das wäre aber wichtig, dass ihr alle bis morgen weg seid. Ich meine, wir haben heute Freitagabend und deswegen haben wir auch diese Party jetzt veranstaltet. Morgen ist ja Samstag, morgen könnt ihr euch ausholen und am Abend wieder Party irgendwo feiern gehen. Deswegen jetzt bitte hereinspaziert, 10 Euro bitte reinlegen, vielen Dank. Jetzt kannst du trinken und was auch immer. Dankeschön. So, den nächsten bitte. So, perfekt. Danke dir. So, einfach, ihr könnt jetzt auch alle reinkommen, euch Getränke holen und so. Ey, Elias, Bro, schau mal, wie das Geschäft boomt, Digga. Siehst du das? Ja, das ist so geil, Bro. Guck mal, die ganzen Leute hier, Alter. Mein Gott. Boah, Digga, der eine hat sogar 50 Euro dagelassen. Was? Was? Ja, Bro. So ein Ehrenmann, ich schwör's dir, Digga, bei Gott sogar. Boah, ich wär so korrekt, ne? Ich glaub's einfach nicht. Also, ihr könnt jetzt trinken, ihr könnt chillen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ehrlich gesagt. Aber ich bin wirklich sehr erfreut, dass ihr hier seid. Ey, können wir vielleicht kurz reden, Shanti? Hast du vielleicht 2 Minuten Zeit? Ja, komm mal kurz her. Ey, ich würde kurz mit dir oben was sagen. Schau mal, ich sag dir ganz ehrlich, so, ich empfinde was für dich. Und ich weiß halt nicht, wie ich das genau sagen soll. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, dass ich sogar schon in dich verliebt bin, obwohl wir uns jetzt eigentlich noch nicht so lange kennen. Deswegen wollte ich jetzt fragen, ob wir jetzt wirklich zusammen sind oder ob das jetzt nur Spaß war vorhin. Wir sind wirklich zusammen. Ey, warte mal, warte mal, warte. Ey, was soll das, Mann? Lass das Mädchen mal in Ruhe, Junge. Du, ey, ich rede mit dir. Ey, wer hat sie gerade angefasst? Hat dich irgendjemand belästigt? Ich habe das gerade gesehen. Ja, ich glaube, es war eher... Ey, was soll das, Digga? Warum hast du das gemacht? Die sieht halt schon geil aus. Bro, hey, das ist meine Freundin. Digga, das ist eine Studentenparty, Mann. Ob sie geil aussieht oder nicht, das hat dich nicht zu interessieren. Und schau mal, du hast zwar Geld bezahlt oder so, aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass du jeden an den Arsch anfassen kannst, Mann. Ja, okay, sorry. Ich hör auf damit. Ja, okay, gut so. Ja, komm, DJ, Party, Party, weiter so, weiter so. Let's go. Boah, ich trinke jetzt mal eine Woddy, Alter. Oh, Mann, ey, mir geht's jetzt richtig gut. Komm, ey, soll ich dir mal einen neuen Tanzmove zeigen? Boah, das habe ich damals in der Schule kennengelernt. Das ist richtig wild. Und schau mal, weißt du, was ich noch drauf hab? Ich hab noch auch das hier drauf. Schau mal. Schau mal, das können eigentlich nur Frauen, aber da ich so cool bin, habe ich das jetzt gelernt. Okay. Aber das kann ich zum Beispiel auch. Echt? Boah, krass, cool. Oder? Jetzt kannst du mal was machen. Jetzt bist du dran. Mach du jetzt mal was. Ich weiß aber, das war's so. Ja. Wieso? Ja, komm, mach mal irgendwas. Ich will sehen, was du so alles drauf hast, Mann. Kommt, ey, Jungs. Jemand soll in die Mitte und einen richtig coolen Tanz machen. Boah, ey, das mit dem Fußball ist schon wild, ist schon wild. Oha, ey, klatsch doch einmal. Stark. Jetzt. Aber mein Bruder hat Dortmund gelernt. Ey, jetzt der Nächste. Ey, reicht mit den Fußballtricks. Jetzt der Nächste.
Boah, das ist aber auch nicht schlecht, Oha. Ne? Das ist aber auch echt nicht schlecht, Mann. So, jetzt der nächste. Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt so drauf hast. Ah, ey. Ah, was soll ich sagen, Mann? Ja, es geht. So, ey, Shanti, komm, mach du mal was, Alter. Mach du mal was. Ja, okay. Oh, ey, du bist, glaube ich, echt am krassesten. Ich schwör, du hast echt alle zerstört, Mann. Alter, krass, Mann. Krass. Du hast echt wirklich alle zerstört. Ich bin jetzt nochmal. Komm, ich mach nochmal. Und zwar, ich kann sogar das hier, Digga. Das hätte niemand, glaube ich, von mir erwartet. Oh, nettes, Digga. Oha. Ja, Digga. Oder ich kann auch das hier. Schaut mal. Ja. Maschallah, nettes. Ey, Bro, ich mach das gerade nur, um das Mädchen zu beeindrucken, damit sie sagt, komm, lass aufs Zimmer gehen. Ich warte darauf. Ach so. Ey, Shanti, hast du Lust, vielleicht mit mir aufs Zimmer zu gehen? Hier ist schon ein bisschen echt viel los. Ja. Lass mal ein bisschen oben chillen oder so zu zweit. Ich weiß nicht, so ist ja auch schön, wenn man so ein bisschen Privatsphäre zu zweit hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oh, so. Was wollen wir das machen, was wir gestern gemacht haben? Ich hab ziemlich Bock, Mann. Ich hab jetzt auch ein bisschen getrunken. Bisschen dies, bisschen das. Ja, okay. Aber ey, ich zeig dir mal was. Was hältst du davon, wenn ich in dieser Form das mache? Ich weiß nicht. Oder denkst du, es tut dann weh, weil du weißt schon, das ist größer als bei einem Pferd sogar. Mach lieber in der anderen Form. Aber ich will auch mal so probieren, bitte. Ja, okay. Ja, Mann, okay, dann dreh dich um. Alter, das geht aber nicht. Das geht nicht irgendwie. Ey, das ist aber echt nicht einfach, sag ich dir ehrlich. Oh, das ist echt, du bist echt krass, Mann, ich schwör. Das ist echt nicht einfach, was du da gerade machst. Aua, ey. Oh, boah, ey, okay. Ich verwandle mich wieder zurück. Oh, Mann, ey. Oh. Ey, du weißt gar nicht, wie krass du eigentlich bist. Ich glaube, du bist einer der schönsten Mädchen, die ich jemals hätte, Mann. So, weißt du, was ich meine? Ja, danke schön. Komm, lass du die Party jetzt noch ein bisschen feiern und dann würde ich sagen, pennst du wieder bei mir, oder? Ja, okay. Okay, perfekt. Ey, yo, was geht? Wir sind wieder am Stüssel und so. Was geht, Nate? Ja, Mann, also wir wollten euch jetzt gerade sagen, dass die Party jetzt auf jeden Fall noch weitergeht, aber wer jetzt irgendwas anderes machen will, kann das sehr gerne machen, ja? Jo. Boah, Leute, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen kacken, Mann. Ich muss voll kacken.